So Leute, da bin ich auch schon wieder mal zurück, denn ich war noch gerade schnell auf Fortnite.de, habe da mal geguckt, was so generell mit dem Patch alles reinkam und dann ist mir natürlich auch das hier aufgefallen. Nämlich, wir bekommen Aloyde in den Shop und hier erfährt man ja nicht wirklich viel. Ich gebe euch natürlich mehr Informationen als die, die da stehen, nämlich das Ganze sieht so aus. Also aus Horizon Zero kommen halt die ganzen Items in den Shop, wie auch auf dem Thumbnail zu sehen. Also wir bekommen einmal den Skin Aloy. Ich feiere den, also der Skin ist wirklich schön. Ist wirklich ein schöner Skin, oder was sagt ihr? Dann das Rückenaccessoire. Das Rückenaccessoire müsste das hier, denke ich mal, sein. Dann bekommen wir die Spitzhacke. Die sah eigentlich auch nice aus. Was ist das? Ist das eine Spitzhacke oder eher ein Bogen? Irgendwie so gemischt. Dann, ist ein Speer. Entschuldigung, man sollte auch weiterlesen. Dann bekommen wir den Hängekleider, das ist der hier unten. Also so ein Habicht, aber die feiere ich ja nicht so, die sich so breit machen. Ganz komisch. Dann bekommen wir die Schildweberin, die Lackierung, das ist die hier. Dann bekommen wir ein komplett neues Emote, Herz in Sicht. Auch ein schönes Ding. Und natürlich wieder ein Ladebildschirm. Und das wird halt alles ab dem 16. April in den Shop kommen. Wir haben heute den 13., 14. Mittwoch, 15. Donnerstag, 16. also am Freitag. Am Freitag bekommen wir die Sachen anscheinend in den Shop rein. Dann gibt es des Weiteren als Bonus für PlayStation 5 Spieler schalten alle, die das auch bitte, blablabla, Eisjägerin. Lol, wieso bekommt ihr noch einen Skin mehr? Toll, Mensch, bestraft, dass ich keine PlayStation 5 habe. Also, als Bonus für PlayStation 5 Spieler schalten alle, die das Outfit Aloy besitzen und Fortnite auf der PlayStation 5 spielen, den Stil Eisjägerin frei. Den kriegt man komischerweise nicht gezeigt. Also den Stil müssen wir noch abwarten, wie der dann aussieht. Dann des Weiteren gibt es ein Aloy Cup und man kann den Skin natürlich wieder vorab gewinnen. Man kennt es ja inzwischen. Worum soll es sich handeln? Richtig, es soll ein Cup sein mit Bogen. Am Mittwoch, also morgen, findet der statt und soll aber nur verfügbar sein für die PlayStation. Also alle Xbox-PC-Spieler haben da leider verloren, denn das Ganze findet nur auf der PlayStation statt. Warum findet das Ganze nur auf der PlayStation statt? Weil Horizon Zero halt die Hauptlizenz liegt halt einfach bei der PlayStation. Dann Team, die besten Teams, also wird auf jeden Fall ein Team-Modus sein. So, werden Präzisionen herausragender Umgang mit dem Bogen besonders belohnt. Passend zur Namensgeberin des Cups, tretet gegen andere PS4, PS5 Spieler an und versucht in jedem Match bis zum Ende zu überleben. Ja gut, das ist ja klassisch. Und eliminiert dabei eure Gegner mit einem Bogen, um zusätzliche Punkte zu erhalten. Die komplette Übersicht der Punktevergabe sieht so aus. Also, epischer Sieg 35 Punkte, zweiter 29 Punkte, dritter 26 Punkte und so weiter. Also ab 25 bekommt man Punkte. Jede Eliminierung gibt 2 Punkte. Oh Gott. Jede Eliminierung mit einem Bogen gibt 8 Punkte. Also ein Kill mit einem Bogen ist 4-mal so viel wert wie ein normaler Kill. Lol. Dann ist klar, die Teilnahmebedingungen wie immer. 2FA muss aktiviert sein. Und das war es eigentlich. Dann bekommen wir noch einen begrenzten Modus rein, nämlich Aloy und Lara. Ich schätze mal, es wird dann einfach ja, mit einem Duo-Partner und dann halt einfach nur mit Bögen. Ohne Waffen, bla bla bla. Entweder bekommt man halt die Zwillingspistolen von Lara Croft oder den hergestellten Bogen. Und dann kann man halt die Waffen aufwerten, indem man mit Wildtieren, dann mit Knochen und etc. Aber der kommt erst am 18., 14., 15., 16., der kommt erst am Sonntag, glaube ich, rein. Also, am Sonntag kommt der Modus rein, also es kommt noch einiges auf uns zu mit Horizon Zero. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich wollte euch nur die Info geben, gerne ein Like dafür da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne auch ein Abo. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.